Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Jawohl. Moin, liebe Freunde von Konoha. Herzlich willkommen damit zu einem neuen Projekt aus dem Hause Viper. Wir spielen heute, wie eben schon gesagt, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. 2 Jahre nach dem Classic Naruto fahren wir jetzt, also wenn man nach dem Anime geht, ne, 2 Jahre liegen dazwischen. Beginnen wir jetzt mit dem neuen Spiel. Ihr habt schon gesehen, es gibt alte Charaktere wieder, die wir schon vorher kannten. Es gibt neue Charaktere, es gibt eine neue Story natürlich, klar. Und wie man auch so ein bisschen gesehen hat, nein, wir wollen jetzt keinen Trailer sehen, es gibt auch eine neue Spielweise. Das werden wir uns jetzt genau anschauen, indem wir ein neues Spiel starten. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Danke fürs Spielen des vorigen Spiels. Du kannst jetzt Heldenmodus-Charaktere verwenden. Außerdem bekommst du 100.000 Rio. Einfach immer wieder schön. Ja, das ist wegen dem dritten Teil. Da haben wir einen kleinen Boni gekriegt. Das zieht sich, wie gesagt, durch die Reihe durch. Wenn ihr die vorigen Spielteile schon gesehen habt, dann wisst ihr das sowieso. Des erwachsenen Naruto. Naja, erwachsen würde ich ihn jetzt nicht nennen mit 16 Jahren, aber ist okay. So, jetzt müssen wir kurz mal in die Option, denn man hört, glaube ich, momentan, dass er auf Englisch schnackt. Das wollen wir natürlich nicht. Aber so bis aus. Kann ich das nicht einstellen? Doch hier. Japanisch. Natürlich. Lautstärke mache ich mal einen Ticken leiser. Nicht zu leise, aber sonst hören wir nichts mehr. Übrigens schön auch so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Akatsuki irgendwie. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen irgendwie. Ich habe mal so ein Twitter-Meme gesehen, wo in verschiedenen Sprachen Sasuke gesagt wurde. Deutsch war auch dabei. Also sämtliche Sprachen, bis auf Deutsch, haben alle gesagt Sasuke. Und dann kam Deutsch, Sasuke! Ich habe nur gedacht, oh Gott. Ja. Freunde, natürlich speichern wir das. Wir haben ja auch schon so viel Fortschritt gemacht. Ja, wollen wir anlegen? Ultimate Ninja 4 ist übrigens der vorletzte Teil der Reihe. Also ich zähle die Storm-Reihe ja nicht mit, wie ihr wisst. Die zähle ich extra. So, dann speichern wir das mal. Auch das Geräusch hat sich so ein bisschen geändert, wie man hört. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ihr seht schon, wir haben heute den 22. Juni. Und Heldenmodus, kannst die Geschichte der Konoha-Ninja-Kämpfe nacherleben. Ach, guck mal an, das gibt es also auch noch. Freier Kampf, Training brauchen wir nicht unbedingt. Wenn, dann kriege ich lieber gleich erstmal auf die Fresse. Sammlung gibt es auch wieder. Also wir können wieder fleißig sammeln. Ich kann ja mal gucken, was es so gibt gerade. Ne, also das heißt, wir werden das Geld auch natürlich auch wieder verwenden. Ich weiß auch nicht, ob es hier wieder S-Klasse-Missionen gibt. Charaktere. Wir haben Naruto, Sakura, Kakashi, Shikamaru, Lee, Neji, Tenten, Gai, Gaara, der übrigens mittlerweile Kasekage ist. Ne? Kann man sich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Er ist Kasekage mittlerweile. Kankuro und Temari sind natürlich auch wieder mit dabei. Übrigens Temari übrigens mittlerweile ein Jonin, ein Elite-Ninja, genauso wie Neji übrigens. Alle anderen, bis auf Naruto, sind mittlerweile, ihr Kakashi sowieso schon, aber Shikamaru war ja auch schon vorher Chunin, aber Sakura, Lee, Tenten und die andere Konoha-Nins sind alle bis auf Neji zum Shunin aufgestiegen und halt Naruto. Also Naruto ist von der Generation eigentlich der einzige Genin noch. Dann haben wir natürlich noch Jiraiya und Tsunade. Man sieht schon, Meistermodus schalten wir die anderen Charaktere frei, alles klar. Schon mal gut zu wissen, wen haben wir denn noch? Ah, hier haben wir noch die Classic-Charaktere, ne? Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, ihr könnt sie euch einfach angucken, ne? Hier auch die ersten 3 Hokage, guck an, nur der 4. fehlt wahrscheinlich wieder. Ne, dann auch die Classic Suna-Geschwister, Orochimaru, Kabuto, Kimimaro, Sakon, Tayuya, Kidomaro, Jirobo, Zabuza und Haku. Jo, also das wird jetzt mittlerweile auch unterschieden zwischen Classic und halt neu. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nochmal gucken. Filme kann man hier wieder sammeln, okay. Musik kann man sammeln, aber anscheinend keine Statuen mehr. Das haben sie anscheinend geändert, okay, interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel lange. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Geil, Sakura schüttelt Naruto. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem Meistermodus. Ich würde sagen, den Heldenmodus, den machen wir danach. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit dem Meistermodus. Um Charaktere freizuschalten, natürlich. Ist ja klar.
ろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。お、viel Zeit ist vergangen seit jenem schicksalhaften Zusammenstoß. Während Naruto Uzumaki weiter Reisen unternahm und hart trainierte, hatte er eine Begegnung der ganz besonderen Art. Die Geschichte, die wir erzählen wollen, ist ein kleiner, aber sehr bedeutender Teil von Narutos Erinnerungen. Nochmal das Titel: Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Jawohl. Wie gesagt, der vorletzte Teil der Reihe. Es gibt noch den fünften und danach war Schluss. Der schwarze Schatten. Ich habe noch nie was von einem weißen Schatten gehört.修行はうまくいったようだの。だいぶ修行について来られるようになったな、ナルト。最初は苦労しちまったけど。そろそろ次の段階に進んでもいいかもしれんの。次の段階？え、何何？ Mach mal kurz ein bisschen lauter für mich, damit ich das höre. Wenn die aufhören, weil die Lippenbewegung sieht man leider nicht. これ上手。そうだ。とりあえずこれを両手両足につけてみろの。え？うんうん。分かったってばよ。で、これが何の修行になんだよ。まあ、そう焦るな。封印術、獅子重封印。 Ich würde mal sagen, das war ein Gewichtsverstärker. さっきの術でその術に重さを加えた。もちろん生半可な重さにはしとらんがの。あのさ、
Wahrscheinlich die Ausdauer. それが修行になるからの。でだ。お前が一定の力をつけるごとに、その数は色が変わり、最終的にその術を解いてやるからの。お、そして俺はだどうなるんだってばよ。お前は劇的にパワーアップしているはずだの。Oh yeah, das glaube ich auch. なんかやる気が出てきた。Ich würde mal vermuten, dass er durch das Jutsu den Perlen quasi Narutos gesamtes Gewicht aufgetragen hat. Also er schleppt sich jetzt quasi wahrscheinlich mehr oder weniger selbst durch die Gegend. Im wahrsten Sinne. Sate, Shigeono Setsume mo owatta tokoro de soro soro saki ni sumou ka no. Tashika kono chikaku ni mura ga aru hazu da. Mazu wa soko ni mukau zo. Yoshi, kiya irete iku tte ba yo. Aber herrlich, wie er mal eben kurz so und ganz normal anhebt, so, ah, das Wetzel und alles, und dann, huch. Das ist schon geil. Bewegung und Doppelsprung. Um Naruto zu bewegen, neigst du den linken Analogstick. Drücke X, um zu springen. Drück mit Naruto in der Luft nochmals X, um einen Doppelsprung zu machen. Jawohl, das kommt so ein bisschen Jump'n'Run-Einlagen dazu. Info, Rasengan. Dreieck drücken, Chakra bereit machen. Sieht man übrigens, grüne Anzeige ist natürlich wie immer Gesundheit. Blau ist das Chakra. Also eigentlich genauso wie dasselbe wie mit Mana oder wie mit Plasmin, mit Eve. Rasengan verwenden, um Felsen zu zerstören und Gegnern Schaden zuzufügen. Für Rasengan wird Chakra verbraucht. Info, Narutos Notizbuch. Besorge dir vielerlei Infos über Abenteuer, indem du über das Pausenmenü in Narutos Notizbuch nachschlägst. Narutos Notizbuch lesen. Drücke Start, um das Pausenmenü zu öffnen. Dort wählst du einfach Narutos Notizbuch aus. Okay, man sieht schon, es ist... Okay, das erinnert jetzt stark an Lara Croft gerade, dieses Menü. Narutos Notizbuch, Inhalt. Überprüfe in Narutos Notizbuch deine aktuelle Aktionsstufe, erworbene Ninjutsu und andere nützliche Informationen. Info, Aktionsstufen. Der Menüeintrag Aktionsstufe verrät dir, wie du verschiedene Aktionen durchführst und zeigt auch deine aktuelle Aktionsstufe an. Während du EP sammelst, also Erfahrungspunkte, und deine Aktionsstufe erhöhst, verändert sich die Farbe deiner Perlen entsprechend. Info-Notizbuch Übersicht. Narutos Notizbuch bietet dir viele wichtige Informationen, deshalb solltest du dort hin und wieder nachschlagen. Zum Dorf. Richte dich nach der Karte rechts auf dem Bildschirm, begib dich zum Dorf auf der anderen Seite des Waldes. Das Dorf wird unten auf der Karte angezeigt. Gut, also wir sehen schon mal, es ist komplett anders als im dritten Teil. Merkt man einmal mehr. Also das ist jetzt komplett anders, wie gesagt. Also ich kann da jetzt nicht großartig drauf eingehen. Info, Erinnerungsfragmente. Ein Erinnerungsfragment ist ein Item, das im Heldenmodus zum Weiterkommen in der Geschichte notwendig ist. Ach, guck mal, dann ist es sogar richtig, dass wir das so machen. Sammel alle Erinnerungsfragmente, damit du dir die komplette Heldenmodus-Geschichte ansehen kannst. Du hast das erhalten, Erinnerungsfragmente. Guck mal an, dann war das ja schon mal richtig, sehr gut. Ich finde das auch so geil, wie Naruto durch die Perlen so ein bisschen so einen Streifen hinterherzieht, wie so ein Flugzeug. Ist schon cool. Okay, Viereck ist also weiterhin Schuriken werfen. Hier Kreis das Ganze mal draufhauen. Das war der Doppelsprung, genau. Dreieck haben, wissen wir ja schon, ist das Rasengan. Das verwende ich jetzt aber nicht, weil sonst wäre es Chakra-Verschwendung. Gut, und wir befinden uns gerade da, wo es dunkel ist. Okay, also ich muss mich erstmal so ein bisschen umgewöhnen, Entschuldigung. Deswegen bin ich jetzt gerade hier. Die ganzen Perlen, was ist das? Sind das Quests? Sind das Items? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Ah, du hast das erhalten. Antiker Edelstein. Machen wir jetzt hier einen auf Crash Bandicoot oder was? Also ich muss schon sagen, ich finde das schon mal sehr interessant. Also ich muss ja wirklich sagen, dieses Menü ist original Lara Croft. Muss ich wirklich sagen. Also da musste ich sofort dran denken, als ich das gesehen habe. Ganz ehrlich. Das ist sowas von Lara eigentlich.
Aber egal, ich finde es trotzdem cool. So. Da gibt's nix. Das war eine Niete. Toll. Nieten sind nur im Bioshock 2 gut. Wer die Andeutung verstanden hat, ist richtig gut. Aktuell streame ich ja noch Bioshock 2. Ich rechne aber damit, dass kommenden Donnerstag, also wenn ihr das seht, dann ist es eh schon vorbei. Kann es nämlich passieren, dass dann Bioshock 2 durch ist. Wie laufe ich denn jetzt am besten? Ich laufe mal hier rum. Kann ich die Richtung einschlagen hier oder ist die versperrt? Nee, kann ich hin. Kamera schwenken wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ah, okay, mit R und L1 anscheinend. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wie schwenke ich denn hier die Kamera? Man sieht hier nicht so viel. Bläh. Gut, wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Wahrscheinlich ist es der falsche Weg, aber das ist nicht das Problem. Hier ist ein Fast. Wundsalbe! Ah ja. Also es gibt natürlich auch wieder Kampf-Items, so wie damals, ne? Also so wie in den anderen Teilen natürlich. Und es gibt hier eben halt auch andere Items, also story-relevante Items. Wundsalbe nochmal. Also wir haben hier jetzt ein Punkt. Ah! Erinnerungsfragment! Ah, deswegen die Punkte, alles klar. Angriffspille, okay. Oh, erstmal eine Pille einwerfen, ne? Weiß Bescheid. Aber was wir gleich noch einwerfen werden, ist nämlich Partende, Freunde. Ja, so doof es klingt, aber es ist nun mal so. Der erste Part ist gleich schon wieder vorbei, so leid es mir tut. Ich nehme das wieder über OBS auf, wie immer. Ist ein bisschen ungewohnt, ist auch lange her tatsächlich, dass ich zuletzt ein Konsolenspiel mit euch gespielt habe. Das letzte Projekt Anno ist ja mittlerweile fertig, deswegen spiele ich das ja jetzt auch mit euch. Logisch. Und davor waren ja eigentlich nur PC-Projekte. Das einzige Projekt, das er eben halt noch nebenbei dabei war, das war Robot Warlords. Aber da gab es ja leider technische Probleme, weswegen ich das ja leider rausstreichen musste. Ne, deswegen, aber ich denke mal, mit Naruto werden wir keine Probleme haben. Auch gut, außer vorhin beim Laden des Hauptmenüs so ein bisschen. Beziehungsweise bei dem Bandai Namco-Logo das erste Mal. Oh, 120 Rio. Da hatte der, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten, die PS2. Das hat man auch gesehen. Hat man dann nur gehört, wie sie geladen hat. Und dabei kam das Bild so ganz langsam. Das war schon interessant, aber okay. Ah, rechter Analogstick steuert die Kamera. Alles klar. So, was haben wir hier? Info, EP, verdiene dir Erfahrungspunkte, indem du überall im Level verstreute Schriften aufhebst. Mit genügend Erfahrungspunkten steigt deine Aktionsstufe an. Erfahrungspunkte sind auch Meisterkämpfen zu bekommen. Ah, 10 Erfahrungspunkte. 10 Erfahrungspunkte und nochmal 10 Erfahrungspunkte. Also 30 Punkte haben wir jetzt erhalten. Geil. Sowas ist immer toll. Ach, guck mal an, jetzt sind wir hier. Okay. Interessant. Aber Freunde, ich werde jetzt hier mal den Part beenden. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und beim nächsten Mal fahren wir dann fort mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.